Joker. Sieh jetzt 8 Minuten aus dem Film. Guten Morgen, es sind 5 Grad um 10:30 am heutigen Donnerstag, dem 15. Oktober. Ich bin Stella Brooks mit den aktuellen Meldungen. Auch am 18. Tag des Streiks der Müllabfuhr stapeln sich über 10.000 Tonnen Müll. Sogar die schönen Stadtviertel sehen aus wie Slums. Der Gesundheitsbeauftragte Edward O. Rowe ruft zum ersten Mal seit Jahrzehnten den Ausnahmezustand aus. Wir können nicht so lange warten, bis jemand stirbt oder an Typhus oder Hepatitis erkrankt. Die Lage ist bereits ernst genug. Es betrifft nahezu jeden in der Stadt, egal wer man ist und wo man lebt. Egal durch welche Straßen man geht, man sieht überall nur Müll und Ratten. Es beginnt sich auf mein Geschäft auszuwirken, wenn meine Kunden wegen der Müllberge nicht mehr in den Laden kommen können. Ich bin nicht so lange draußen, daher rieche ich es nicht. Aber ich finde allein der Anblick ist schrecklich. Mich stört es nicht weiter, bis auf den extremen Gestank. Grauenhaft. Es ist schlimm. Ich lebe seit 50 Jahren in diesem Land, habe aber noch nie sowas gesehen. Was ist aus dieser Welt geworden? Steckt alle in einen Raum, da sollen sie reden, bis sie sich geeinigt haben. 24, 48 Stunden, solange wie es eben dauert. Eine gute Idee wäre, dass die Nationalgarde anrückt und aufräumt. Und nun weitere Meldungen. Vertreter der Bauindustrie und der Hauseigentümer brachten heute ihre Sorge wegen der steigenden Heizölpreise zum Ausdruck. Mieter, vor allem in zentralen Lagen, bilde ich mir das bloß ein? Oder wird es da draußen immer verrückter? Es ist auf jeden Fall angespannt. Die Menschen sind verärgert. Sie haben zu kämpfen, suchen Arbeit. Es sind schwere Zeiten. Was ist mit Ihnen? Führen Sie noch regelmäßig Ihr Tagebuch? Ja, Ma'am.
Sehr gut. Haben Sie es dabei? Arthur, das letzte Mal hatte ich Sie gebeten, es zu unseren Sitzungen mitzubringen. Kann ich es sehen? Ich benutze es als Tagebuch, aber auch als Witze-Notizbuch. Lustige Gedanken oder Beobachtungen. Ich glaube, ich habe Ihnen erzählt, dass ich Stand-up-Comedian werden möchte. Nein, haben Sie nicht. Ich denke doch. Ich hoffe nur, mein Tod macht mehr Sinn als mein Leben. Was bedeutet es für Sie, herzukommen? Hilft es Ihnen, jemanden zum Reden zu haben? Ich denke, es ging mir besser, als ich im Krankenhaus eingesperrt war. Und haben Sie weiter darüber nachgedacht, wieso Sie eingesperrt waren? Wer weiß. Es wäre gut, wenn Sie den Doktor fragen, ob ich mehr Medikamente kriegen kann. Arthur, Sie erhalten bereits 7 verschiedene Medikamente. Die müssen doch irgendeine Wirkung haben. Ich will mich einfach nicht mehr so schlecht fühlen. Joker, hier auf YouTube.